Hongkong. Eine Stadt, die mich immer direkt an Blade Runner denken lässt. Heischhäuser, die auf engstem Raum zusammengedrückt sind. Straßen mit unzähligen Neonschildern. Kung-Fu-Stunts von Bruce Lee. Und natürlich auf all Eck dampfend chinesisch Essen. Ich bin für die zweite Kehr zu Hongkong und kann mir das Kehr richtig Zeit holen, für das Stadt zu explorieren. Für eine erste Impression von dieser Metropole zu kriegen, für den am besten rüber auf den Peak mit dem charmanten Funikulär. Es muss ihnen ein bisschen Geduld mitbringen, weil die Schlange sie lang. Wenn ich bis am Tram dran ist, geht es steil bergab, bis zu 27 Grad am Winkel. A komischerweise ist es mir bemol gar nicht mehr ähnlich wie danach. Mit Uhren ankommen ist alles rum gut. Aber bei dieser Vue versteht ihn direkt, für was zu Hongkong Platz ein Luxusartikel ist. Hongkong ist von der Surface hier nicht mehr ein ganz bisschen mehr groß wie Lützburg, mit von 7,5 Millionen Leuten. Und die Stadt besteht aus einer Rutschinseln. Wir sind hier gerade auf der Hongkong Island. Hier ist Kowloon und hier sind New Territories. Und die machen die Grenze zu China. Leider ist heute immens viel Smog an der Luft und die Vue ist hier ziemlich limitiert. Hongkonger leben im engsten Lebensraum von der Welt, da wenst es etwas rar. Es ist ein leicht klaustrophobischen Dschungel von Heischhäusern, die vollgestoppt sind mit Mini-Appartementen. Ein typisch Hongkonger Wohnung ist 25 Meter Karree groß und darin wohnt normalerweise eine Familie von 6 Leuten. Überhaupt sind Gebäude hier ziemlich unkonventionell gebaut. Zu Hongkong sind witzigerweise all guten Baugerüste aus Bambus. Und das ist, weil der Bambus Wasser und Taifun übersteht wie Metall. Am besten explorier den Hongkong zu Fuß. Es gibt auf allen Ecken etwas zu sehen und es ist auch ganz einfach, sich rumzufahren, weil die Straßenschilder sind alle auf Chinesisch, mehr auf Englisch. Ein Überbleibsel von der Zeit, wo Hongkong noch eine britische Kolonie war. Hongkong hat 1997 seine Independence und gehört seitdem zu China. Aber es gibt auch immer ein paar extra Privilegien hier. Zum Beispiel brauche ich aus Lützburg ja kein Visa anzufahren, für anzureisen. Und im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern schwätzt hier all Mensch basic Englisch. Und das macht es so viel wie flott. Mich interessiert natürlich nicht mehr etwas. Die Essen. Da treffe ich meine Freundin Charmaine, mit der ich zu London als Restaurantskritikerin für Time Out geschafft habe. Hat das hier abgewusst und hält mich mit an einen typischen Hongkong Diner. So Charmaine, hey. So nice to see you finally in Hong Kong. It's really nice to have you here finally. But you know what? I kind of feel a bit like we're still in London with my milk tea and my French toast breakfast. Is this a typical Hong Kong breakfast? Well, you're basically sitting in what is called a cha cha ting, and it's basically the Hong Kong version of a diner. So we have here instant noodles with spam and egg. Classically, it's something you could have for breakfast, you can have for lunch. It's something that's really comforting and junky. We love it in Hong Kong. Wait a minute. We need to explain this. So this is das sind also Nudeln, die typisch Nudeln, die in aus dem Pack kriegt, also Instant Nudeln, mit einem guten E-Drop, der das ja an der Reihe für Breakfast. Und dann hast du so ein komisches Sauce drin. Riesen großen Rundel Spam. Spam aus Fleisch aus der Bix. Es war ganz, ganz populär war in England an der Zeit. And the Hongkongers, they like their spam too. They love spam. Okay. I mean, this is a classic comfort dish for many Hongkongers. I remember spam from Monty Python. Spam, right? It's comfort food, as I said. Comfort and like a proper hangover breakfast, I find. Yes. So, and here's my French toast. That seems more familiar to me. This seems like proper food from home. Let's put a little pat of butter on top. Kann nur noch Butter drauf. Okay. Mit Butter kann ich nie etwas falsch machen, auch wenn diese Pain perdu eigentlich schon frittiert ist. Aber bon, es liebt ihr ja nicht mehr einmal. Oh yeah, okay. Das ist also mein Lieblingsding. Und zwar daheim gibt man Fleisch der Honig oder Maple Syrup holen. Wir haben Golden Syrup gemacht, I'll let you do the honors.
Und ihr könnt da gleich so slow motion. I promise this isn't slow motion. Raus. Und das ist ganz, ganz süßer Sirup. Oh, that's a lot of syrup you put in there. Girl. Well, that's why we have milk tea, to cleanse our palate. Are you cutting my toast for me? Yeah. I feel like I'm at home with my mommy and I'm 5 years old again. I'm like, mommy, make me toast. Oh. Thank you. Bite sizes. Oh, it's good. But if you eat that every day, you need to do a lot of walking. Dabei muss ich natürlich etwas trinken. Und heute zu Hongkong brauche ich mal nicht zu wählen, ob ich einen Tee oder Kaffee will. So we actually have a Hong Kong creation that's called the yin yang. So oh, it's literally the yin and the yang. So you've got the milk tea blended with coffee. Shall we get that? Yeah. I need to try that. Okay. Tee mit Kaffee dran. Let's get it. Let's get some. Den Tee geht an einer Strümpf infusiert. Ein ziemlich interessant Alternativ zu einem klassischen Filter. Da könnt Kaffee dabei und der Yin-Yang als fertig. My first impression of smelling it is a bit like the coffee you get on an airplane, you know? Flieger Kaffee riecht in der Wasser. Yeah, it doesn't pretend to be anything fancy, but it's kind of a... Oh, that's weird. What? Das ist eine totale... Also, ich so nicht würde, ich bin jetzt komplett nicht so der Kopf durch an ihn. What is that? It's bitter, so it's got the bitterness of the tea, with a coffee flavor coming Just from coming the side. In. And with really strong milky creaminess. So I'm not quite sure if you love it or hate it. No, but it's making me very confused. And I feel like I'm super jet lagged and my taste buds are jet lagged now. It's very good. Good? Yeah, it's a uniquely Hong Kong. Hong Kong as a foodie paradies. Et gin eng tonne Restaurant in Hai an et fun den authentisch Irsen aus der ganzer Welt. So dass ich das Stadt locker mit New York a London vergleiche kann. Ich krut vom Charmaine rekommandiert, den Tong Chong Market auszuchecken. E kleine Produzente macht, die mich ein bisschen an den Let's Go Local Markt daheim erinnert. Janice hat diese Markt kreiert, für lokale Lebensmittel zu promoten. I'm really intrigued by these vegetable stalls, because I haven't seen any local vegetables in Hong Kong yet. Yeah, exactly. I mean, that's actually the inspiration behind the like starting the entire market, because Hong Kong, like you look at Hong Kong, it's all skyscrapers, it's all like concrete, and you think, oh, nothing grows here. Like there's no way that there's any space for farmland, but there is. And people are growing, and they're growing organic, like a lot of them are growing using organic methods. And when I found out about that, I was just, I mean, I was gobsmacked. I was like, I'm a food writer and I don't know this. I'm almost ashamed. So all these vegetables come from Hong Kong? Yeah, everything is grown in Hong Kong, in the New Territories, in the northern part of Hong Kong, near the China border. And there's plenty of land here, and actually there's just not enough farmers. So everything you see here is organic certified and grown locally. I think it's fantastic because I recognize a lot of vegetables that we have in Luxembourg too. I'm like the Gromprenhai, the Choufleurhai. But then there is lots of exotic stuff. Like I can see here, dragon fruits. Yeah, dragon fruit. And even bananas. Yeah, the banana trees grow really easily in Hong Kong. We're subtropical, so they just sprout up like weeds. That is really so interesting. Also, ich meine, sie sind ein ganz anderes Klima wie mir. Und einerseits ist das, was wir von daheim kennen, und andererseits wirklich super exotische Sachen. Es gibt immer ganz wenig Bauern zu Hongkong. Und da freut mich umso mehr, einen jungen Hongkonger kennenzulernen, den das Idee tut, seinen Pop seine Farm zu überholen. So, are you a farmer or your dad? Yeah, I'm a farmer, like just as an assistant, but my dad is the beekeeper. But farming must be such a hard work in Hong Kong. Yeah, it's very hard work. And as you see, the land is very few in Hong Kong and very expensive. So,
We are very lucky that we have our own land to grow our own fruits for us or even the community as well. Neuf de Gemäß auf Farmstern sind natürlich auch viel Food Stalls hier. Und du findest alles von mega scharfer Chili Sauce bis zu Bier, den zu Hongkong gebraut wird. Okay, mal Prost. We say Prost. Ja, yeah, Prost. Und zu Hongkong gehen wir Gambai suchen. Als nächstes geht es weiter für etwas zu essen, von dem ich nie genug kriegen kann. Dim Sum. Et kann ich vom Menü bestellen oder et war den ein bisschen wie am Flieger, dass Dirsen bei ihr gerollt könnt. Zu Hongkong ging des Dumplings nämlich ob weniger durch das Restaurant gefeuert. Hier am Maxims Palace hund weniger sogar High-Tech-Ekronen, die einem weisen Wartgrad drop transportiert wird. Oh, okay. Want so, to yes, absolutely. So what has she got here? Pork dumpling. Pork dumpling. Pork, yeah. Okay. Demo siu mai. Siu mai, oh, go to siu. So okay. That is the classic siu mai. Yes. Let's get that we one. We definitely yes. need to get absolutely. That. Absolutely. So we've got our little sheet here. So every time the trolley lady comes around, they'll stamp it. Hey. Guys. So the shumai, what is in those? So it's a pork and prawn dumpling. So very, very simple. You really taste the pure essence of the ingredients. Mm. Cantonese cuisine is very much focused on the purity of your ingredients. So it's very simple, but as you know, the simplest things are often the most difficult oh, to create. Das heißt, dass ich sagen, Dim Sum Party für Roma, mit gedämpften Dim Sum, die ein bisschen knatschig sind. Dann haben wir die klassisch frittiert, wie man von daheim kennen, Frühlingsrollen. Wir haben auch so Wontons, die gehen dann ein bisschen das krupsig. Und dann gehen auch noch die gebacken. Das erinnert mich ein ganz bisschen an einen butterischen Croissant-Stich, gefüllt mit Fleisch. Und wir haben etwas ganz Spezielles, und zwar einen kleinen Wobbly-Dessert. Mir ist Mengen, ich will lieber die Doten. Ich erinnere mich nämlich, du verstehst den Nata mit einem Puddingband dran. Das Ganze wird mit Tee serviert. Chinesen trinken nämlich bei all ihren geringen oder schwarzen Tee. Dim Sum als typischen Hongkonger Mittagskost, also geht nicht oben an das Restaurant für Dumplings zu essen. Am besten geht ihn an einem großen Grupp, für das er so viel wie möglich bestellen und schmecken kann. And it's really a family thing, you know. Families come together for dim sum to catch up. It's a really a weekend ritual for most families. It's the Sunday roast of China. Pretty much. So on Sundays we would always go to my grandma. Wir sind immer bei meinem Boma essen gegangen, sonst mit der Familie. Hier wäre ich wahrscheinlich mit meiner chinesischen Boma hier nach essen kommen, für dim sum zu essen. So it's something that our family would do pretty much every week. You grew up just to like catch that. Up with, you know, not only my own family, but with extended family as well. Oh, I wish we had this in Luxembourg. Maybe I should introduce it. Schön wäre es, wie ich in der nächsten Episode um eigene Leibe rausfinden werde, also es extrem schwer für Dim Sum selber zu machen. It's delicious, but I'm starting to get really full. And look how much I ordered. Das ist ja ein typisch, ne? Da waren die anderen zu groß und dann so, no, musste aber alles essen. Mir tut ihr ja ein separates Dessert mal. Also als schlussendlich aber nach Platz für etwas Süßes. Sie haben tatsächlich zu Hongkong ihre eigene Version vom Eisekuch. Und zwar ein Eggwaffel. Und hier ist es so, weil es aus lauter kleinen Bullen, also Eier, besteht. Und hier ist es so, dass sie sich ein Bull aufbricht. Und dann genießt. Und das knusprig draußen, ein knatschig spannend dran. Einfach mega gut, weil es schmeckt ein bisschen nur Kokosnuss. Das ist ein absoluter Must, wenn ihr nach Hongkong könnt.